nein, jetzt aber mal kurz random Fun Fact. Ich kann die Uhr nicht lesen. Man konnte es mir so oft beibringen, wie man wollte. Mein Kopf hat das nicht als wichtig eingestuft und es immer wieder vergessen. Ich dachte mir, ich wage den Versuch und bin dann so mit einer von vielen, der dir erklärt, was sagt uns so eine Uhr. Ich glaub nicht, dass es so einfach wird, doch ich gebe mein Bestes. Ich erkläre es mit Rap, denn so geht's safe ins Gedächtnis. Der kleine Zeiger auf der 12 und der große auch, dann haben wir Mittag, also holt man schnell die Tupperdose raus. Hat der große Zeiger eine ganze Runde gemacht, landet der kleine auf die 1, dann ist eine Stunde geschafft. Doch vergiss nicht erstmal rauszugucken, denn aus dieser 12 könnte schnell eine 0 werden, ist es dunkel oder hell. Steht der große Zeiger auf der 6, spricht man dann von halb bei 1, weil es bis es 1 Uhr ist, noch ein anderes halb bleibt. Scheiße, Mann, was war das für ein Deutsch? Ich hoffe, du hast das so verstanden, denn sonst starten wir von neu. Doch bis hierhin sollte es klar sein. 12 Uhr, halb eins, 1 Uhr, halb zwei, 2 Uhr, halb drei. Rundet der kleine Zeiger die Uhr zweimal, dann ist ein ganzer Tag rum. Hier spricht man dann von 24 Stunden und auch hier ist der Punkt, wo ich selbst gar nicht weiß, wie ich dir noch den Rest so erklär, dass du's peilst. Sorry.